Und wie gesagt, also eigentlich mag ich das Spiel. Also ihr werdet schon. Nee, langsam müsst ihr merken. Nicht müsst ihr merken, oh Gott. Ja, ich bin noch ein bisschen durcheinander. Langsam merkt ihr. Nee, ich bringe den Satz jetzt nicht mehr zu Ende. Das ist so dermaßen dämlich. Also, ja, jetzt fängt natürlich auch noch die Musik an. Also, Entschuldigung, habe ich irgendwo was Elementares in dem Daten von dem Spiel da irgendwie kaputt gemacht oder so? Oder ist das so blöd? Ja, jetzt greift er mich an. Na gut, ich dachte, Wölfe greifen mit den Klauen an. Also, es ist schon logisch, dass man Krankheiten kriegt, wenn man von ihnen gebissen wird, aber. Na gut, Schütze hat sich verbessert. Wenigstens das ist das dumme Viech wert. Ach so, vielleicht sollte ich mal die Frage stellen. Also, eigentlich hatte ich ja vor, das als Krieger durchzuspielen. Ich merke aber immer mehr, wie schlecht ich eigentlich mit dem Schwert bin. Also mit dem Bogen bin ich besser. Normalerweise. Deswegen, wenn es irgendeinen stört, dass ich. Also nicht stört, aber wenn irgendeiner meint, ich soll es besser richtig machen, also mit dem Bogen. Anstatt mit dem Schwert, dann kann er sich melden eigentlich. Gibt's schon ein Let's Play, wo jemand einen Bogen häufiger benutzt? Also von dem Spiel, aber. Scheiße, ich sterb gleich wieder. Deswegen wollte ich es eigentlich jetzt Krieger machen, aber irgendwie hätte ich es lieber als Bogenschütze, deswegen. Ich weiß es noch nicht, vielleicht ändere ich es, vielleicht nicht. In der Situation hier zum Beispiel ist ein Schwert eigentlich besser. Oder das Ding da, aber das ist ein Stab mit Stäben, kann ich umgehen. Ich habe mich schon wieder unterbrochen und schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also auf jeden Fall, ich werde es mir überlegen. Vielleicht seht ihr mich dann in Zukunft mit einem Bogen rumlaufen, anstatt mit dem Schwert. Es ist Nacht. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, ich bin in der Luft. Nee, nicht eine Stunde. Bisschen länger. Ich spiele lieber tagsüber. Ist besser. Das stand, glaube ich, auch noch nicht da. Bei der Urversion. Also, es ist Wodenstag. Welcher Tag mag das wohl sein? Es ist 6 Uhr. Ja, es geht von der Helligkeit, glaube ich. So. Und ich habe mich wieder verirrt. Okay, 180 Grad Wende. Und dieses scheiß Berg, Hügel, was auch immer, Teil wieder hoch. Habe ich den schon ausgenommen? Ja gut, ich treffe ihn jetzt nicht. Ich glaube auch schon, dass ich ihn ausgenommen habe. Deswegen ignoriere ich einfach mal das Viech. Okay, ich bin scheinbar ziemlich weit zurückgelaufen. Und hieran erinnere ich mich noch. Als ich es zum ersten Mal gespielt habe, wurde ein Reisender von einem Wolf angegriffen. Und ich dachte, das würde irgendwas mit der Story zu tun haben. Deswegen habe ich den Wolf nach einer halben Stunde endlich getötet gekriegt. Also ich war damals noch schwächer als jetzt. Ja, zwei. Natürlich müssen es zwei sein. Es kann nicht nur einer sein. Ja, auf jeden Fall ist da nichts passiert. Ich habe den Reisenden gesucht. Länger nicht gefunden, habe ich ihn gefunden und natürlich, es hat nichts damit zu tun. Ja, wir müssen dahin gehen. Ich weiß jetzt nicht, ne, ich versuche die mal zu umgehen. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt wirklich zu sterben. Eigentlich saß hinter dem Ding auch eine Spinne. Also hinter dem Schrein. Die hat damals fast meinen Esel, glaube ich, getötet gehabt oder so. Weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das hier ist der Schrein von Narazul Arantheal. Ein sehr einfacher Quest. Keine questrelevanten Gegner. Man muss einfach nur hierher laufen. Es passiert überhaupt nichts. Man muss einfach nur diese Inschrift lesen. Naja. Ist aber schon etwas komplizierter. Ja. Meister der Arkankünste. Ja. Also, er wollte für die Freiheit der Menschen
Also er kämpfte für die Freiheit der Menschen gegen die Götter. Was passiert denn jetzt? Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, wir haben den Willkommen, Schauplatz gewechselt. Schattengeborener. Willkommen am Ort, an dem das Schicksal gemacht wird. Ja, plötzlich sind wir woanders. Ja, also ich glaube, ich werde das auch jetzt die Quest-Hinweise zusammenfassen, weil das kann man eigentlich ziemlich gut. Ja, also wir haben die Dimension gewechselt. Wir sind jetzt woanders. Und beim ersten Mal habe ich den hier gebracht. Ist ganz lustig. Naja. Es geht. Ja, also hier sind wir in einer anderen Ebene. Eine schöne Ebene. Hier können sogar Felsen einfach mal schweben. Beim richtigen Modden ist das ein Fehler. Ja, beim ersten Mal wollte ich auch dem hier seine Lanze oder Speer wegnehmen. Geht leider auch nicht. Ich glaube, dieses Modell gibt es auch in Oblivion nicht. Schön gemacht. Der hier oben, wie auch immer der sich halten soll. Wenn nicht gerade seine Arme mit dem Felsen irgendwie verbunden sind. Wir haben unseren Esel nicht mehr. Also wir haben ihn schon noch, aber nicht in dieser Ebene. Finde ich ein bisschen traurig. Wobei an manchen Stellen, gut, hier zum Beispiel, muss man schon ein bisschen geschickt sein. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, diese Leute hier. Die Verlorenen. Sie leuchten. Und fungieren als Irrelichter. Also nicht dahin springen. Es bringt euch nur den Tod. Ja, dann sind wir jetzt über die Felsen gesprungen. Ja, ich versuche auch immer ein bisschen zu erklären, was ich gerade mache. Ich weiß nicht, schlechte Angewohnheit. Ja. Da war gerade ein Typ. Wir sind auf ihn zugegangen und er war weg. Hier sehen wir noch mehr von diesen Leuten. Hallo? Hallo? Hallo. Ja, keiner mag uns. Sie verschwinden lieber, als mit uns zu reden. Oh. Wieder wo reingetreten, wo man nicht reintreten sollte. Ja, und schon werden wir angegriffen. Wir versuchen uns zu verteidigen, aber, da hat man es schon gesehen, sie verschwinden. Eigentlich wollte ich mir den Spaß machen, nur auf die draufschießen, aber, na gut, die Pfeile gehen durch sie durch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt verschwunden sind, weil ich in der Nähe war oder weil ich sie getroffen habe. Na. Beim ersten Mal wollte ich sie auch töten, aber unnötig. Ich könnte mal versuchen, was ich noch nicht versucht habe. Okay. So einen Verlorenen da zu töten. Und scheinbar dasselbe, die Pfeile gehen einfach durch sie durch. Ja. Erinnert etwas an Oblivion, aber, also das wirkliche Oblivion von Oblivion. Aber auch nicht ganz. Das Oblivion in Oblivion war böser. Vor allem, wenn man unterpowered war. Was ich sehr häufig in Oblivion war. Ja. Und wir treffen eine Und wir erkunden. Oh Gott. Wir folgen dem Weg und finden ein Häuschen. Genannt Schicksalshallen. Ja, hier sind nette Menschen. Wenn wir in ihre Nähe kommen, fangen sie an zu leuchten und ziehen zwei Schwerter. Ja, wie kann das sein? Also erstmal, das hier ist, glaube ich, ein Zweihänder. Aber, ja, okay, ja, guckt uns böse an. Was man hier sieht, in der linken, das ist ein Parierschwert. Ich weiß nicht, ob man es schon gesehen hat oder ob ich es schon mal erklärt habe. Aber in Oblivion, in Nerim gibt es jetzt auch Parierschwerter. Statt nur Schilden. Ja. Und das machen seine Brüder, die alle natürlich gleich aussehen, auch. Und wir treffen einen relativ wichtigen Charakter. Saranta, die wird jetzt länger reden, also ich bin still. Okay, nee, beklauen will ich es nicht, also. Na, ein wenig verunsichert, verängstigt, verloren zwischen den Trümmern der Welten. Ja, genau das ist dieser Ort, das Trümmerfeld der Welten. Was ihr hier seht,
ist das, was von alten zerfallenen Welten übrig geblieben ist. Nun treiben sie im Chaos der Magiewinde durch die Weiten des Universums. Und bevor ihr euch fragt, wer ich bin, so sage ich euch, dass ihr euch darüber keine Gedanken machen braucht. Es ist unwichtig für euch. Es muss genügen zu wissen, dass ich mächtig genug bin, um euch an diesen Ort gebracht haben zu können. Mit der Absicht, euch etwas zu sagen. Dieser Meersul, er wird euch, sobald ihr zurückgekehrt seid, in die Grundsätze des Ordens einweihen. Und während ihr ihm zuhört und vor Augen geführt bekommt, welch Dummheit euch bisher innewohnte, werdet ihr meiner Worte gedenken. Hört zu. Welten sind vergänglich. Die natürliche Unausgeglichenheit, der Umstand, dass nicht alles einen Gegensatz hat, lässt ihr Gefüge brüchig werden. Und sobald sie zerbrochen sind, landen sie hier. Eurer Welt wird es nicht anders ergehen. Selbst wenn ein beschränktes Hirn wie das eines Sterblichen sich derartiges nicht vorzustellen vermag. Allein die Frage ist, was diesen Untergang herbeiführt. Die meisten Dinge haben einen Gegensatz, Licht und Dunkelheit.